Die Live-Beerdigung von Eberhard Hertel fand in feierlicher und emotionaler Atmosphäre statt. Dies ist ein Ereignis, auf das sich viele Menschen freuen und das sie verfolgen. Denn Eberhard Hertel ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein geschätzter Vater, ein treuer Freund und ein hingebungsvoller Kollege. Bei dieser Beerdigung hinterließ das Bild von Stefanie Hertel, seiner Tochter, wie sie das Porträt ihres Vaters umarmte und viel weinte, einen tiefen Eindruck in den Herzen aller Anwesenden und derjenigen, die aus der Ferne zusahen. Die Beerdigung begann am frühen Morgen, als sanftes Sonnenlicht in die kleine Kirche im Heimatort der Familie Hertel schien. Die Anwesenden versammelten sich sehr früh und brachten frische Blumensträuße und respektvolle Herzen mit, um sich von Eberhard zu verabschieden. Unter den Teilnehmern waren viele seiner Kollegen, Freunde und Fans aus aller Welt. Stefanie Hertel, gekleidet in ein einfaches, aber formelles schwarzes Outfit, betrat die Kirche mit dem Porträt ihres Vaters in der Hand. Ihre Augen waren rot und voller Schmerz und Verlust, die sich nicht in Worte fassen ließen. Das Porträt von Eberhard Hertel scheint mit seinem sanften Lächeln und seinen warmen Augen schöne Erinnerungen an einen wunderbaren Vater und einen talentierten Künstler wachzurufen. Stefanie ging langsam, jeder Schritt schien sowohl tiefe Trauer als auch unvergessliche Erinnerungen an ihren Vater mit sich zu bringen. Die Zeremonie begann mit leisen Hymnen, die einen ruhigen und heiligen Raum schufen. Stefanie erzählte in ihrer Eröffnungsrede mit erstickter Stimme schöne Erinnerungen an ihren Vater. Mein Vater ist die größte Inspiration in meinem Leben. Sein Tod ist ein großer Verlust für mich und die ganze Familie. Er hat mir immer beigebracht, Musik zu lieben, das Leben zu lieben und jeden Moment mit der Familie zu schätzen, sagte sie unter Tränen ihre Wangen. Während der gesamten Zeremonie verließ Stefanie ihren Platz neben dem Porträt ihres Vaters nicht. Sie umarmte das Foto ständig, als wollte sie sein Bild festhalten und nicht loslassen. Ihre Tränen waren wie traurige Regentropfen, die ununterbrochen fielen und den Schmerz über den Verlust ausdrückten, den sie ertragen musste. Jedes Mal, wenn sich ein Freund, ein Kollege oder ein Fan meldet, um Erinnerungen an Eberhard zu teilen, wird Stefanie noch emotionaler und erinnert sich an die glücklichen Momente, die sie mit ihrem Vater hatte. Auch viele Kollegen Eberhards sprachen zu Wort und teilten ihre Erinnerungen und Gedanken. Sie sprechen von einem Eberhard Hertel, der sich immer seinem Beruf verschrieben hat und immer vor Leidenschaft für die Musik brennt. Er ist nicht nur ein talentierter Künstler, sondern auch ein Kollege, der immer bereit ist, jedem zu helfen und ihn zu unterstützen. Eberhard war nicht nur ein hervorragender Künstler, sondern auch ein geschätzter Freund. Wir werden uns immer mit Respekt und Liebe an ihn erinnern, teilte ein enger Freund mit. Auch Fans aus aller Welt drückten der Familie ihr Beileid aus und ermutigten sie. Auf Social Networking Sites wurden Tausende von Kommentaren, Artikeln und Bildern geteilt, die Respekt und Nostalgie für einen Künstler zum Ausdruck brachten, der einen tiefen Eindruck in den Herzen der Öffentlichkeit hinterlassen hat. Seine Lieder werden immer wieder gehört, um ihn in den Herzen der Musikliebhaber lebendig zu halten. Eberhard Hertel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Seine Lieder spendeten Freude und Trost in schwierigen Zeiten. Wir werden uns immer an ihn erinnern, teilte ein Fan mit. Die Beerdigung wurde mit Gebeten fortgesetzt, möge Eberhards Seele in Frieden ruhen. Flackernde Kerzen und frische Blumensträuße wurden um seinen Sarg gelegt und sorgten für eine emotionale und feierliche Szene. Stefanie und ihre Familie standen zusammen, hielten sich an den Händen und fanden Trost in der Liebe und Unterstützung der Menschen um sie herum. Nach der Beerdigung hielt Hertels Familie zu Hause ein intimes Treffen ab,
bei dem Freunde und Verwandte Erinnerungen an Eberhard austauschen konnten. Die Atmosphäre des Treffens war warm, voller Lachen und Tränen, als eine Möglichkeit für alle, den Schmerz des Verlustes gemeinsam zu überwinden. Stefanie hat Stärke und tiefe Dankbarkeit für die Liebe gezeigt, die alle ihrem Vater entgegengebracht haben. Mein Vater war ein wunderbarer Mann und ich bin sehr stolz auf das, was er erreicht hat. Die Anwesenheit aller heute ist eine große Ermutigung für unsere Familie, sagte sie. In den Tagen nach der Beerdigung verbrachte Stefanie Hertel viel Zeit damit, über das musikalische Erbe ihres Vaters nachzudenken. Sie beschloss, ihre Karriere mit neuem Geist fortzusetzen und die Werte und die Liebe zur Musik, die Eberhard lehrte, mit sich zu führen. Papa wird immer in meinem Herzen leben, und ich werde weiterhin singen und seine Musik weiterhin allen zugänglich machen, bekräftigte sie. Die Beerdigung von Eberhard Hertel ist zu Ende, aber die Liebe und der Respekt für ihn werden niemals verblassen. Seine Familie, Kollegen und Fans werden ihn immer als eine Ikone der deutschen Volksmusik, einen vorbildlichen Vater und einen mitfühlenden Mann in Erinnerung behalten. Das, was der Staat nicht macht, hat den Schritt über ESF gefördert und dass man eben erkannt hat, dass und auch das hier von Anfang an Lehrer schon eine sehr wichtige Aufgabe ist, auch gesehen unbedingt anschließend, dass die Lehrkräfte, die so allgemeinsprachlich ausgebildet waren, und so ist eben ja auch das Gesamtprogramm Sprache, GPS, dann entstanden, die noch sehr viel mehr braucht an Kompetenzen, um eben in diesen Die Fachstellungsstruktur des Deutsch ist auch relativ einzigartig. Ich habe so ein bisschen recherchiert oder zugewanderte gut arbeiten zusammengestellt hat als Zweitsprache in der Berufsbildung und habe gesehen, dass sich da unglaublich viel Expertise sammelt. Ja, so fing es an und das Ganze ist ja dann auch, wie man sieht, ich fand es sehr beeindruckend, Material, die da auch gesammelt haben und wie viele Informationen man da bei ihnen abrufen kann. Ja, genau, also wir haben uns sehr früh angefangen mit unserer Internetpartei deutschamarbeitsplatz.de Die Berufskurse zusammen, die es schon gibt, weil wir auch öfter, man muss nicht jedes neu erfinden, weil das ist ja so ein bisschen immer diese Projektlandschaft, dass seit jedem neuen angeboten werden, alles wieder acht Jahre inzwischen. Da ist ja richtig was ausgebaut worden. Wir haben viel gesammelt, aber wir haben auch viel damals 2016, das eben an Praxismaterial, jetzt so Qualitätsstandards, dieser ESF-Nische aus verschiedenen Problemen, heißt ja immer Sonderförderung, eine gute Grundlage, was der Staat nicht macht, so orientiert über ESF gefördert eben und breites Angebot an Fortbildung. Das ist dann immer noch so eine sehr wichtige Aufgabe anliegen, dass wir anschließend über Print und allgemeinsprachlich Tools, Praxis, und so ist eben ja auch das Gesamtprogramm Sprache, GPS dann entstanden mit diesen zwei Komponenten, sondern eben auch durch gute Schulungsangebote. Die Fachstellungsstruktur ist auch relativ einzigartig. Ich habe ein bisschen recherchiert oder geguckt, auch was die Kollegin beim Bildungsserver zusammengestellt hat, zu Deutsch als Zweitsprache in der Berufsbildung, und habe gesehen, dass sich da unglaublich viel Expertise sammelt. Wie steht es denn eigentlich um Deutsch als Zweitsprache? Ich fand es sehr beeindruckend, wie viel Material die da auch gesammelt haben. Sie haben ja gesagt, da hat sich sehr viel Information man da bei Ihnen abrufen kann. Es sind auch für Asylbewerber oder Geflüchtete die Bedingungen besser geworden, sowohl was den Besuch von Sprachkursen angeht, als auch was die Integration in den Arbeitsmarkt angeht. Können Sie so allgemein sagen, was gut läuft und wo es Schwierigkeiten oder Handlungsbedarf gibt aus Ihrer Sicht? Man kann sagen, wir wollen ein bisschen gegenarbeiten, wir haben viel gesammelt, aber wir haben auch viel eigenes entwickelt. Dann nach einem Einbruch an Praxismaterialien, Corona, Qualitätsstandards, können wieder steigen, das hat natürlich zu verschiedenen Themen, wie man unschwer sie auch wahrscheinlich sehen kann, die Praxis auch mit zur Orientierung gewandert aus der Ukraine und eben ein breites Angebot an Fortbildung. Das ist sozusagen immer noch so unser spätestens im letzten Jahr Anliegen, dass wir nicht nur über